Du fährst ganz entspannt in Italien auf der Autobahn mit deinem Wohnmobil oder mit deinem Wohnwagen und siehst auf der rechten Seite an der Haltebucht ein Auto stehen. Du fährst dran vorbei, als wenn nichts gewesen sei, und plötzlich gibt es einen ganz lauten Knall auf der rechten Seite. Und jetzt gehen die Probleme los. Aber ich werde dir helfen. Immer wieder hört man im Internet die Geschichte vom Spiegeltrick. Du bist bei Picknickers Welt, mein Name ist Thomas Wagner und ich will dir heute erzählen, was der Spiegeltrick ist und was du dagegen tun kannst. Also, los geht's. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, kann es oftmals sein, zumindest so wird er meistens ausgeführt, ihr seid auf der Autobahn unterwegs, ganz entspannt, ihr denkt an nichts Schlimmes und wie es halt so häufig ist auf der Autobahn, gibt es ja diese Haltebuchten und da steht auch immer wieder ein Auto. Für die Italiener ist es ganz normal, in diesen Haltebuchten anzuhalten, mal ihr Geschäft zu erledigen oder vielleicht sogar ein Telefonat auszuführen. Aber man sieht immer wieder Autos in diesen Haltebuchten stehen. Wo man bei uns in Deutschland sagt, diese Haltebuchten sind nur für Notfälle da, das wird auch dasselbe sein in Italien, aber immer wieder stehen da Autos. So, und häufig passiert es tatsächlich, dass ihr an so einer Haltebucht vorbeifahrt, da steht ein Fahrzeug, vielleicht aber auch mal ganz normal auf dem Haltestreifen nur. Und ja, plötzlich macht es einen tierischen Schlag auf eurer rechten Seite. Kurz danach, ihr wundert euch noch, was ist da gerade passiert. Kurz danach seht ihr dasselbe Auto, das da gestanden hatte, das euch überholt, auch wirklich teilweise rasant überholt und wild gestikuliert. Meistens sind sie zu zweit im Fahrzeug und sie gestikulieren und zeigen auf ihren Außenspiegel und deuten an, dass ihr den Autospiegel gerade abgefahren habt. Sie fordern euch auf, anzuhalten, und da geht so dieses Malheur los. Das ist der sogenannte Spiegeltrick. Der Spiegeltrick ist schon so alt wie der Böhmerwald. Man hört auch manchmal, dass er in anderen Ländern angewendet wird, aber ich glaube tatsächlich, die Italiener haben ihn erfunden. Und es ist natürlich so, dass ihr nicht den Spiegel abgefahren habt, dass ihr höchstwahrscheinlich sogar einen ordentlichen Abstand eingehalten habt. Und das ist einfach nur eine Art und Weise, wie man schon fast mafiaartig, auf jeden Fall mit kriminellem Hintergrund, versucht, an eure Urlaubskasse zu kommen. Wenn ihr anhaltet, ist es tatsächlich so, dass sie für euch sagen, sie wollen 300 Euro für den Spiegel haben, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Aber es ist tatsächlich so, die Leute wollen einfach nur Geld von euch haben. Und das, obwohl ihr gar nicht den Spiegel abgefahren habt. Sondern das Amüsante ist, der Spiegel war schon vorher kaputt gewesen. Das Geräusch, das da meistens zu hören ist, wird mit anderen Sachen gemacht. Sehr häufig ist es so, dass sie natürlich auf eurem Wohnmobil oder auf eurem Wohnwagen irgendeine Spur hinterlassen wollen, dass es zumindest für euch im ersten Moment so aussieht, als wenn ihr ihn abgefahren hättet. Das wird ganz oft damit gemacht, dass sie tatsächlich so eine Art von Tennisball an einem Stock dran haben, vielleicht auch den Tennisball einfach nur mit irgendwas anderem an eurem Auto entlang schaben lassen. Und dieser Tennisball ist eingefärbt schwarz. Und dadurch gibt es tatsächlich so einen Strich bei euch auf der rechten Seite und es sieht tatsächlich so aus, als wenn ihr den Spiegel abgefahren habt. Das Wichtigste an der Geschichte ist das, ihr habt den Spiegel natürlich nicht abgefahren. Es gibt einen Tipp von mir und es ist eigentlich ganz simpel. Wenn ihr Autos, so mache ich es also schon seit Jahren, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fahre seit 49 Jahren nach Italien und bin sehr viel in Italien, weil ich ja eigentlich ja, meinen ältesten Freund, beziehungsweise wir sagen auch schon Brüder zueinander, er lebt in Italien in der Nähe vom Lago di Bolsena. Und es ist einfach so, dass ich sehr, sehr viel in Italien bin, allein dieses Jahr schon zweimal. Mir ist diese Sache noch nie passiert, aber ich habe tatsächlich schon mit zwei Freunden von ihm gesprochen. Der eine ist Carabinieri und der andere ist Guardia Civil, also beides Polizisten und die auch von diesem Trick sehr oft erzählen. Das große Problem ist, diese Leute, diese Gangster haben leider nicht viel zu befürchten, weil die Polizei ihnen oftmals nicht auf die Schliche kommt. Und da sind wir auch schon bei der einen Sache, die ihr machen könnt, um einfach nicht zahlen zu müssen. Diese Leute, diese Gangster haben einfach keinen Bock auf Polizei. Und das Allerwichtigste ist, wenn ihr tatsächlich doch anhaltet und wenn so, also sowas passiert ist und ihr haltet an, dann ist es einfach so, informiert die Jungs gleich, lasst am besten das Fenster zu oder macht es nur einen Spalt offen, nehmt euer Telefon, fangt vielleicht, wenn ihr zu zweit seid, eine Person an zu filmen. Also wenn jetzt der Beifahrer gerade Zeit hat, dann soll er auch ruhig schon während der Fahrt filmen.
und signalisiert den Polizia, Polizia, Telefono, Polizia, irgendwas, erzählt denen irgendwas von der Polizei, von mir aus auch FBI, CIA oder Chuck Norris, aber signalisiert denen, dass ihr auf jeden Fall versucht, die Polizei anzurufen, weil diesen Kontakt wollen die absolut nicht haben, weil sie wissen, dass jeder Polizist in Italien diesen Trick kennt und jeder Polizist auch sofort skeptisch ist mit der Farbe an der Seite dran. Und häufig ist es auch so, dass der Außenspiegel, den ihr theoretisch abgefahren habt, noch an dem Auto dranhängt, damit es natürlich noch spektakulärer aussieht. Aber ein Autospiegel würde an diesen zwei Drähten, wenn er jetzt elektrisch verstellbar ist, gar nicht so lange dran hängen bleiben. Deswegen haben die meistens noch tatsächlich irgendeine Schnur dran, damit er wirklich da rumbaumelt. Und allein daran merkt man schon, dass das alles präpariert gewesen ist. Aber es ist ganz wichtig so, diese Leute haben keinen Bock auf Polizei. Und das haben mir wirklich zwei Polizisten so gesagt. Es ist bekannt, aber sie haben absolut, die Polizei kann sehr wenig machen, weil sie selten gerufen werden. Und wenn sie gerufen werden, dann fahren die Leute, fahren diese Gangster weg. Gangster, Ganoven, soll ich auch Gangsterinnen sagen? Ich habe gehört, einmal war es auch eine Frau mit dabei gewesen. Also wie auch immer, ich nenne sie jetzt einfach mal Gangster, fahren meistens weg. Und deswegen, der größte Ratschlag von mir, deutet den Leuten immer an, dass ihr die Polizei ruft. Wenn die hier spektakulär vor euch hin und her fahren und den Affen machen, ist es wirklich oftmals hilfreich, schon anzufangen zu filmen und wie gesagt, schon irgendwie zu zeigen auch, dass ihr am Telefonieren seid, weil dann ahnen die natürlich, dass ihr die Polizei anruft. Ja? Wenn sie euch drängen, auf den nächsten Rastplatz zu fahren, dann fahrt von mir auf den nächsten Rastplatz, lasst aber bitte alles zu, steigt nicht aus eurem Auto, sondern ruft einfach nur raus, dass ihr die Polizei anruft. Und ihr werdet sehen, mit einer absolut hohen Wahrscheinlichkeit fahren diese Leute weg. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, denen etwas zu geben. Weil das, was ihr denen gibt, ist nicht wenig. Und das, was ihr denen gibt, wird es auch weiter dazu führen, dass sie weitermachen. Und die nächsten Urlauber und die nächsten Jahre auch weiterhin diese Sache passiert. Der Tipp, dass es überhaupt nicht passiert von mir, ist der, den ich auch irgendwie automatisch immer mache, wenn ich auf der rechten Seite irgendwo ein Auto stehen sehe. Ich orientiere mich einfach ein bisschen weiter so Richtung Mitte. Und das heißt nicht, dass ich jetzt die Autos auf der linken Spur abdränge oder ähnliches, aber die Autobahnspur ist in der Regel so breit, dass man auch sagen kann, man geht mit dem Wohnmobil, man sieht ja schon vom Weiten, man geht mit dem Wohnmobil einfach ein bisschen rüber. Das mache ich sowieso immer, weil wenn irgendwo eine Panne ist oder sowas, dann möchte ich auch nicht, dass der gerade den Reifen wechselt, von meinem Luftzug damit mitgezogen wird. Und deswegen orientiert euch einfach ein bisschen zur Seite. In ganz seltenen Fällen passiert es auch mal in kleinen italienischen Ortschaften oder auf einer Landstraße, wo man vielleicht jetzt natürlich in den Straßen nicht so die Chance hat, sich wegzubewegen, ja. Aber seid einfach so ein bisschen hellhörig und wenn ihr da seht, dass da so welche an der Seite stehen, wo sie nicht hingehören, orientiert euch ein bisschen zur Seite und eventuell ist der Stock mit dem Tennisball oder das andere, was sie an eurer Seitenwand halt eben an eurer Seitenwand entlang ziehen wollen, nicht lang genug und und sie können es einfach nicht ausüben. Das sind die zwei Tipps, die ich geben wollte. Also Abstand halten und das zweite, sofort andeuten, dass ihr die Polizei ruft, weil sie darauf keinen Bock haben. Ich hoffe, ich habe euch damit gut helfen können. Ich hoffe, euch geht es so wie mir, dass man es tatsächlich schafft, 49 Jahre nach Italien zu fahren. Mein Vater war so oft in Italien gewesen. Er hat diesen Trick, dieses Pech auch nie gehabt. Ja. Damals bei meinem Vater war noch dieses Thema mit dem Tanken gewesen, dass man an der Tankstelle dran gefahren ist und das es nicht genullt wurde. Und sobald er angefangen hat zu tanken, hat der Tankwart gesagt, lieber Deutscher, Sie haben hier schon für 100 Liter getankt. Ja, das war ihm nur 50 Liter reinpassen, war jetzt nicht klar gewesen. Aber zumindest dieser Tankstellentrick, der war auch schon sehr alt gewesen, den gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Ich möchte euch den Urlaub in diesem wunderschönen Land natürlich auf gar keinen Fall madig machen. Ich selbst liebe Italien, wir selbst lieben Italien und wir sind, wie gesagt, familiär fast schon verwandt mit einer Familie in Italien. Und deswegen fahrt weiterhin, nur tut euch den Gefallen, zahlt denen nichts, deutet einfach an, dass ihr die Polizei ruft und haltet einfach schon automatisch ein bisschen auf der Autobahn Abstand, wenn ihr seht, dass auf der rechten Seite in der Parkbucht ein Auto steht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
wenn ihr noch weiter so Tipps haben wollt zu Italien, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Falls ihr selbst mal diesen Pech gehabt habt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch noch Informationen, wie ihr euch damals verhalten habt. Ihr könnt auch ganz ehrlich sagen, falls ihr die 300 Euro, sage ich mal, bezahlt habt, dass ich verstehe das schon, wenn man unter Druck ist, dass man eventuell sogar sagt, komm, ich zahle lieber, ja. Das höre ich auch oft genug. Aber schreibt mir es einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal. Ich werde versuchen, euch noch weiter Tipps zu geben und dass ihr viel Spaß am schönsten Hobby der Welt habt. Ja, ich hoffe, es war in Ordnung und bleibt gesund, passt auf euch, euer Picknicker. Ciao.